Ich teste heute Jean-Paul Gaultier Divine. Ob der wohl genauso riecht wie die Divine? Ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Oh yeah, Botte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jean-Paul Gaultier-Düfte gerade wieder sehr angesagt sind. Deswegen bin ich schon wuschig auf das hier. So, das hier ist eine 100-Milliliter-Flasche Eau de Parfum und die bekommst du für 142 Euro. Also, falls du ein Madonna-Fan bist, musst du das unbedingt kaufen. Hi, ich bin's, eure Maria. Inhaltsstoffe. Salz. Fuck. Wieso Salz, Alter? Und Meeresbrise auch noch. Ja, nö. Weiße Blüten, Beißer, aka Bizet, Lilie, Meeresbrise und Salz.